60 Milliarden Euro aus dem Klimatransformationsfonds sind der Bundesregierung durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 15.11.2023 verloren gegangen. Aus dem Fonds sollen ja unter anderem die Förderungen des Heizungsgesetzes und KfW-Förderungen für den Wohnungsbau bezahlt werden. Ob diese Förderungen jetzt in Gefahr sind, diese Frage versuche ich euch in diesem Video zu beantworten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler. Was war passiert? Die Bundesregierung hat bewilligte Corona-Fördermittel umgeswitcht in ihren Klimatransformationsfonds. Da hat nun aber das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben und damit dürfen die 60 Milliarden nicht mehr verwendet werden. Insgesamt wollte die Bundesregierung bis 2027 211 Milliarden Euro für die Klima- und Transformationsmaßnahmen ausgeben. Das heißt, die 60 Milliarden sind schon eine große Lücke. Wie sie das Geld für das nächste Jahr eingeplant hat, dazu hat das Bundesfinanzministerium im August 2023 eine Veröffentlichung gemacht. Dazu kommen wir gleich. Christian Lindner ist am 15. November 2023, als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefällt worden ist, direkt nachher vor die Presse getreten, zusammen mit Olaf Scholz und Robert Habeck. Als erste Maßnahme hat er eine Ausgabensperre für den Klimatransformationsfonds verhängt, hat aber auch darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen für die erneuerbaren Energien für die Gebäudesanierung davon ausgenommen sind. Da ja die Heizungsförderungen da eigentlich reinfallen, könnte man jetzt aber davon ausgehen, dass hier auch nächstes Jahr die Förderungen zur Verfügung stehen. Wie sieht es denn nun mit den KfW-Krediten aus für den klimafreundlichen Neubau, die Programme 297 und 298 und das Familieneigentumsförderungsprogramm 300? Bundesbauministerin Gleiwitz hat ebenfalls ein Interview gegeben und hat mitgeteilt, dass sie davon ausgeht, dass die KfW-Darlehen weiter zur Verfügung stehen, meinte dann aber einschränkend, zumindest für dieses Jahr. Das hört sich dann schon relativ weich in der Formulierung an. Aber schauen wir uns nochmal grundsätzlich an, wie denn die Mittel aus dem Klimatransformationsfonds überhaupt für dieses und nächstes Jahr verplant wurden bzw. werden sollen. Dazu gibt es eine Internetseite, die das Bundesfinanzministerium veröffentlicht hat. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und da sehen wir, dass die geplanten Ausgaben im Jahr 2023 ca. 35 Milliarden betragen und im Jahr 2024 ca. 57,6 Milliarden Euro. Die Darstellung ist ein bisschen irreführend, denn bei den Einnahmen sind auch die Rücklagen mit knapp 70 Milliarden Euro enthalten. Und wir sehen, dass der Fonds Einnahmen bekommt aus dem Emissionshandel, aus der CO2-Bepreisung und aus der globalen Mehreinnahme. Schauen wir uns jetzt mal das nächste Jahr 2024 an. Insgesamt sind die Einnahmen ca. 99 Milliarden Euro und in diesen Einnahmen sind 70 Milliarden Euro aus der Rücklage. Und in dieser Rücklage stecken ja die 60 Milliarden drin, die jetzt fehlen. Das heißt, wenn ich jetzt von den 99 Milliarden 60 Milliarden abziehe, ca. 57 Milliarden will ich ausgeben, da klafft dann schon im Jahr 2024 eine gewaltige Lücke. Insgesamt möchte man bis 2027 211 Milliarden Euro ausgeben. Auf dieser Seite findet ihr auch Informationen zur Höhe einzelner Förderschwerpunkte. Das könnt ihr euch ja nochmal in Ruhe anschauen. Wir verlinken die Seite unten in der Beschreibung. Aus diesem Klimatransformationsfonds sollen ja auch zum Beispiel Maßnahmen für die Deutsche Bahn oder für die Ladeinfrastruktur bezahlt werden. Ihr habt nun die Zahlen gesehen und könnt selbst für euch entscheiden, ob ihr darauf vertraut, ob die KfW-Darlehen zukünftig bezahlt werden bzw. zur Verfügung stehen. Welche Möglichkeiten hätte die Bundesregierung, die 60 Milliarden anderweitig zu bekommen? Naja, zum einen könnte sie die Schuldenbremse aushebeln, dazu braucht sie aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und das ist im Moment wohl relativ unrealistisch. Sie könnte auch die Steuern erhöhen, aber das wird mit der FDP nicht funktionieren, oder sie könnte im Haushalt 60 Milliarden Euro einsparen. Aber wie wahrscheinlich ist das? Leider habe ich keine Glaskugel und kann in die Zukunft schauen. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Wenn ihr mit der Planung für euer Eigenheim jetzt schon so weit seid, dass ihr sagt, okay, wir haben an alles gedacht, wir wollen das machen, dann seht zu, dass ihr die KfW-Darlehen schnellstmöglichst beantragt. Es kann natürlich sein, dass im nächsten Jahr alle Fördermittel zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Wichtig war für mich, euch über den Sachverhalt zu informieren. Ihr habt jetzt gesehen, wie die Planung des Klimainvestitionsfonds fürs nächste Jahr 2024 aussieht und könnt jetzt selber eure Schlüsse daraus ziehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so denkt, wie die 60 Milliarden aufgefangen werden, ob ihr jetzt möglichst schnell eure Fördermittel bzw. Darlehen beantragt. Und wenn euch das Video gefallen hat, wäre super, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video teilt und liked und wir sehen uns wieder im nächsten. Ciao.